Hallo, ich mache jetzt mal ein Video zu einem interessanten Thema, was ich am Donnerstag bei der Sendung Quer gesehen habe. Und zwar geht es um das Thema geplante Obsoleszenz durch die Wirtschaft. Sicherlich habt ihr euch schon mal gefragt, warum gingen Geräte immer wieder kaputt, nachdem man sie gekauft hat? Warum verschleißen sie? Warum gehen die kaputt, kurz nachdem Garantie abgelaufen ist? Dazu muss man Folgendes sagen, das ist von der Wirtschaft im Grunde genommen so gewollt. Das nennt sich geplante Obsoleszenz. Das bedeutet, dass Geräte so gebaut werden, dass die auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit kaputt gehen. Da wird technisch auch ein bisschen nachgeholfen, dass es zum Beispiel technische Geräte gibt, die mitzählen, wie man es an- oder ausgeschaltet hat. Und das hat ja Auswirkungen auf die Batterie. Und nach einer gewissen Anzahl kommt dann die Bildschirmansage, bitte wechseln Sie die Batterie aus. Obwohl man die Batterie noch weiter benutzen könnte. Bei Wikipedia steht, dass das zur Produktstrategie dazugehört, die geplante Obsoleszenz. Und dazu gehört auch zum Beispiel, dass man die Brennzeiten von Birnen begrenzt hat. Das hat man irgendwann festgelegt. Und diese geplante Obsoleszenz gibt es seit 100 Jahren. Und man kann sagen, also so lange werden halt Geräte verkauft, deren Endpunkt schon feststeht, kann man so sagen, oder der Verschleiß ist schon festgelegt, damit der Bürger, der Endnutzer, dann genötigt ist, etwas Neues zu kaufen. Und dazu gehört auch, dass die Reparatur durch einen Reparaturdienst oder dass man das selber macht, auch erschwert wird. Zum Beispiel gibt es das iPad 3 und beim iPad 3 gibt es keine Schraubstellen mehr, sondern nur noch Klebestellen. Das heißt, man müsste erst einmal das Gerät erwärmen, damit der Klebstoff sich wieder verflüssigt, was aber wiederum Einfluss auf das Display hat, was dann nämlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Somit ist die Reparatur dann meistens teurer, als sich ein neues Produkt zu kaufen. Ja.